So, Leute, Bastelzeit. Heute mal wieder mit was Kleinem zum Reparieren. Und zwar ja im doppelten Sinne. Klein, weil wahrscheinlich nicht viel zu reparieren ist. Und klein, weil ist klein. Und zwar die Dinger hier. Ja, kennt ihr wahrscheinlich alle. Das sind so In-Ear-Kopfhörer-Dinger. Die hier, wie man unschwer erkennen kann, haben schon so ein paar Einsätze hinter sich. Der Deckel hier fehlt, es fehlt einer hiervon und der hier, der tut auch nichts mehr und das ist eventuell schlecht. Gehen wir erstmal durch, was ist das überhaupt und arbeiten uns dann vor, was steckt denn drin und wie kriegen wir es wieder ans Laufen. Erstmal, was ist das? Das hier ist ein In-Ear, das heißt also, der kommt ins Ohr rein, verbindet sich per Bluetooth mit dem Handy und funktioniert so. Dadurch, dass wir keine Kabel haben, heißt das natürlich auch, dass das Ding hier einen internen Akku hat. Und wir sehen hier so Kontaktflächen, die gehen hier auf diese Dinger. Das heißt also, wenn der Akku leer ist oder man die Dinger nicht braucht, dann haut man die hier rein. Die halten im Prinzip magnetisch da drin. Diese Pins, die hochkommen, machen Verbindung mit dem hier. Und so werden dann die beiden geladen. Normalerweise sind es zwei, beide auch unabhängig, beide ohne Kabel. Das heißt, beide verbinden sich mit Bluetooth und machen so die Kanäle. So, ja, das zu den kleinen. Die Basis hier, die hat dann nochmal einen internen Akku und entsprechend dann auch hier in dem Fall einen Micro-USB-Anschluss und fungiert im Prinzip nochmal als Puffer. Das heißt, wenn man zu Hause ist, lädt man hier diese Basisschale auf und wenn man unterwegs ist, dann kann man entsprechend die Ladung aus der Basisschale in hier die kleinen dann übertragen und dann unterwegs Musik hören. Hat Vor- und Nachteile. Vorteil natürlich, ja, hier in so eine Cradle, hier in so einen Halter, da kriegt man deutlich größeren Akku rein, kann mehr Ladung reinmachen als in hier so ein Ding alleine. Und das ermöglicht dann halt, dass man unterwegs hingeht und die unterwegs nochmal nachladen kann, wenn der Mini-Akku hier drin wirklich flach ist. Dadurch, dass die so klein sind, sind es auch meistens relativ flott wieder geladen. Das heißt also, auch die Ladezeiten halten sich da halbwegs in Grenzen. Nachteil natürlich, wir haben jetzt zwei Ladevorgänge, entsprechend dann auch deutlich mehr Verluste. Muss man natürlich auch im Hinterkopf behalten. So, ja, wie gesagt, ich würde den hier gerne nochmal halbwegs retten. Der hier war nicht mehr zu retten, den habe ich schon irgendwann mal ausgemustert, aber mir reicht üblicherweise ohnehin einer, von daher, nee. Und ich möchte den jetzt auch ungern wegschmeißen, weil zum einen, es wäre unnötig Müll und zum anderen, hey, er funktioniert halt theoretisch noch. Paar Sachen, die ich schon gemacht habe, habt ihr, denke ich, schon gesehen. Ich habe statt dem Deckel und dem Magnet jetzt hier einfach noch so ein Magnetband, ein Gummiband, um drüber zu machen, zusätzlich zu dem Magneten, einfach um das drin zu halten, ein bisschen stärker anzudrücken, dass der Kontakt auch da ist. Aber selbst das, normalerweise hätte jetzt hier eine rote Lampe kommen sollen, die kommt nicht. Das heißt, das Ding lädt auch nicht und entsprechend ist dann der Akku flach. Ich dachte erst, es lag hier an den Pins, aber die Pogo-Pins sehen eigentlich noch okay aus. Man sieht zwar so ein bisschen Belag außenrum, das Ding ist irgendwann mal nass geworden, hat ein bisschen Korrosion angesetzt, aber das ist nicht das Problem. Das Problem ist nämlich hier, ich weiß nicht, ob es eben schon zu sehen war, ich sagte ja schon, hier sind Kontaktflächen. Wenn wir mal so ein bisschen gucken, da ist nur bei einem etwas, was Gold schimmert, beim anderen nicht. Ja, scheint so, als ob innen drin das Mainboard mal wieder irgendwie weg ist. Das hatte ich leider schon ein paar Mal. Also, ja, dann begeben wir uns doch einfach mal da dran und gucken, was wir da im Inneren so finden. Und mit Glück habe ich dann gleich wieder was Funktionierendes. Und gleichzeitig haben wir dann geguckt, was denn so in so einem In-Ear drin steckt. So, die hier, die sind jetzt nicht besonders verklebt oder so. Die sind auch nicht wasserdicht und nix. Also wenn ich hier von der Seite gucke, kann ich schon reingucken um diesen Knopf hier, der die komplette Fläche da beinhaltet. Wo ich aber dazwischen muss, ist das hier. Und zwar hier ist so eine Linie. Da sind die zusammengemacht und ich meine mich zu entsinnen, dass ich den hier so schon mal auseinander hatte. Der ist mir auf jeden Fall schon mal runtergefallen, da war er auseinander. Von daher, irgendwie geht's. Upp, da sind wir. Da sind wir auch schon im Inneren. Und hier sehen wir auch schon im Prinzip so ein bisschen den Aufbau, was wir im Inneren haben. Wir haben einmal hier die entsprechende der Lautsprecher quasi. Das ist die eigentliche Kapsel, die da zum Hören benutzt wird. Das heißt also, das ist das eigentliche Gerät, was dann wirklich den Ton abgibt. Und das hat dann einfach hier so ein kleines Kämmerchen, das kleine Löschelchen und da sitzt dann
meistens so ein Silikon drauf, der dann entsprechend ins Ohr reinkommt. Die kann man, wie man sieht, abmachen. Hat zwei Gründe. Zum einen, man kann es auch ab und zu sauber machen. Also ich sehe da Leute, da sieht das nicht mehr so appetitlich aus. Und das Zweite, es gibt die in verschiedenen Größen. Das heißt also, wenn man unterschiedliche Ohrgrößen, nenne ich es mal, hat, dann kann es durchaus Sinn machen, dass man da auch ab und zu mal hingeht und eventuell ein anderes probiert, was dann eventuell sogar besser passt und besser sich anhört für euch. Auf der anderen Seite, da haben wir The Forbidden Pillow, dieses kleine silberne Ding hier mit dem Gold obendrauf oder eher Captain Tape. Das ist natürlich der Akku, ist natürlich extrem klein, wird auch nicht viel Kapazität haben, aber um ein bisschen Musik zu machen und Funk zu sprechen, braucht auch alles nicht so viel Strom. Da reicht dann auch so ein kleiner Akku, um ein bisschen Laufzeit zu bekommen. Und was hier noch hängt, das sind unsere Kontaktflächen und die sind wahrscheinlich einfach nach innen gerutscht, deswegen hat das hier nicht so gut funktioniert. Ich sehe unten noch schon, da liegt so ein bisschen Plastikfuhr rum. Das heißt, da ist wahrscheinlich die Halterung irgendwo mal gebrochen gewesen. Na, mal gucken, ob wir es gleich einfach festkleben. Dann machen wir das mal auf Seite, machen die Batterie etwas auf Seite. Und hier haben wir dann die eigentliche Magie im Inneren. Das ist das Hauptboard. Viel ist nicht da drauf. Wir haben halt einen IC, der sich wahrscheinlich um alles kümmert. Das heißt, also, der macht Funk und Batteriemanagement und Tontreiber und so weiter. Einen passenden Quarz dafür. Und hier oben in dem Bereich wird man eventuell so ein bisschen erkennen können, dass da die Antenne drin ist. Was mich jetzt gerade so ein bisschen wundert, ich hätte jetzt hier so einen typischen Snake Track erwartet. Das heißt also, wo es so ein bisschen hin und her geht, haben wir gerade hier, lass mal gerade gucken, hier ist glaube ich ein ESP8266. Wenn wir den hier mal daneben halten, so ein bisschen ins Licht, kann man sehen, hier in dem Bereich, da gibt es da so ein Zickzack. Ja, hier so kann man schön sehen, da ist so ein Zickzack-Muster. Das ist eine 2,4 GHz Antenne für WLAN hier in dem Fall. Bluetooth ist aber auch auf 2,4 GHz, da kann man dieselben nutzen. Hier ist man anscheinend aber einen anderen Weg gegangen. Man sieht nämlich eventuell, hier ist im Hintergrund so ein viereckiges Ding und ich gehe davon aus, da wird dann wirklich eine SMD-Antenne drauf sitzen. Gerade mal gucken, kann man das hier rausholen oder wenn nicht, dann müsste man einfach glauben, dass da diese Antenne ist und wahrscheinlich sonst nichts auf der Rückseite. Das sieht nicht so aus, ob der freiwillig da rauskommt. Im Prinzip auf der Rückseite kann nicht ganz so viel sein, weil da die der Taster ja sein muss für entsprechend den ganzen Kram. Das heißt also, allzu viel kann da nicht sein. Hier oben im Bereich kann nichts sein. Hier ein großer Taster wahrscheinlich. Und dann bleibt da nicht viel Platz. Im Prinzip mehr können wir hier auch nicht machen oder sehen dann. Das heißt, ich falte das mal wieder zusammen. Dabei natürlich aufpassen, hier diese dünnen Drähtchen, die sind nicht unbedingt die stabilsten Dinger. Das heißt also, Batterie wieder reinfalten und mal gucken, ob man den hier, gerade mal gucken, wie rum war denn der überhaupt? Ich hoffe so rum. Polarität vertauschen wäre wahrscheinlich uncool, aber das hier sieht vom Muster her eigentlich so aus, ob es dahin gehört. Und dann gucke ich einfach mal, ob ich das mit ein bisschen Kleber dahinter fixieren kann. Ich habe noch dieses flüssige, flüssiges Isolierband oder so, wird es glaube ich verkauft. Und wenn wir das hier hinkleben, dann sieht man eventuell, ich probiere es mal gerade zu halten. Moment. So, jetzt kann man auch schön hier sehen, da sind jetzt beide Kontaktflächen wieder da, wo sie hingehören. Und ja, so soll es aussehen. Jetzt muss ich nur noch so fest bekommen, dass die dann nicht nochmal genau wie gerade abhanden kommen. Na gut. Und während dann der Kleine hier mal eine Runde trocknet, ist zwar jetzt hier ein bisschen von dem Kleber in den Löchern, aber ich denke, den kann ich einfach gleich dann wegkratzen, wenn es trocken ist. Gucken wir uns den hier noch an. Müsste ich jetzt theoretisch nicht auseinandernehmen, aber wie gesagt, der hat schon einen kleinen Wasserschaden, deswegen lieber mal gucken, wie weit die Korrosion da im Inneren ist. Nicht, dass da mir dann demnächst der Saft unterwegs ausgeht. Gucken wir mal, ich gehe mal davon aus, dass man das obere irgendwie weghebeln kann. Hier hinten sehe ich auf jeden Fall, dass da das Scharnier drin war. Von daher kann ich da relativ stressfrei Gewalt anwenden, ohne dass ich in Gefahr laufe, dass da irgendwo der Akku dabei ist. Prinzipiell, mir ist auch klar, das sind jetzt alles nur noch lebensverlängernde Maßnahmen. Das Ding ist schon
Ja, quasi auf dem Weg in die Rente. Und ich werde mir dann zukünftig wahrscheinlich was anderes organisieren, was ein bisschen besser ist. Das Problem ist halt, dass heutige Geräte meistens keinen Kopfhöreranschluss mehr haben. Und naja, da ist es dann dummerweise so, dass man auf Bluetooth angewiesen ist und damit leider auch in den meisten Fällen auf Batterien. Und da sind wir im Inneren. Hier haben wir auch eine größere Zelle. 2020-10, also jetzt knapp 2 Jahre alt. 200 Milliampere-Stunden und ja, ich glaube, hier ist nicht viel zu sehen. Im Übrigen, alle Zellen hatten hier dieses Ding im Captain Tape. Das ist die Protection. Das heißt also, es gibt grundsätzlich mal ein bisschen Kurzschluss, Überlastschutz und so weiter. Wie sehr man darauf vertrauen will, steht an anderer Stelle. Aber ja, es ist jetzt besser als vieles andere, was man so sieht. Sollen wir die mal hier wegmachen. Dann haben wir hier, interessant. Ich wollte einfach nur sagen, okay, ein Board mit einer Ladeelektronik, aber wir haben hier tatsächlich irgendwie Positionen für 5 Widerstände, womit man wahrscheinlich dann Dinge einstellen kann. Okay, hätte ich jetzt hier an der Stelle nicht erwartet. Könnte also sogar sein, dass der für unterschiedliche Batteriegrößen vielleicht sein könnte. Na gut, gucken wir mal auf die andere Seite. Ich gehe mal davon aus, da wird nicht viel sein, außer die Pogo-Pins und so einem Lade-IC, die einem TPS, was war's, 5640 oder sowas. Und was haben wir? Hey, Überraschung. Ah, Moment mal, das sind LEDs. Ja, stimmt, wir haben 4 LEDs als Ladeanzeige. Wir haben tatsächlich 2 Plätze, wo man was hinsetzen kann. Hier einen für den Prozessor, wie es aussieht. Oh, man kann ein bisschen näher ran. Okay, so sieht man, denke ich, ein bisschen mehr. Aha. Also hier könnte noch ein Prozessor hin. Hier haben wir die Pogo-Pins mit 5 Volt plus, 5 Volt minus. Das heißt, die legen tatsächlich einfach nur die Spannung an. Nevermind. Stimmt. Das wird ein Powerbank-IC dann sein. Wenn hier 5 Volt angelegt wird, was mich jetzt gerade wundert, dann muss der hier ja Boost machen tatsächlich. Und wir haben auch eine Spule dafür. Okay, was ist denn der IC hier? Ich meine zu sehen, dass da eine Beschriftung ist. SY7668. Uff. Na, gucken wir doch einfach mal, was wir dazu finden. Könnte, wie gesagt, sein, dass das so ein Powerbank-IC ist. Das würde dann ja auch passen. 5 Volt rein, eine Ladeanzeige, das Ganze in den Akku und danach 5 Volt wieder raus zu den beiden Dingern. Das heißt natürlich auch gleichzeitig, dass in den Ohrstöpseln selber nochmal Ladeelektronik sein muss. Ich hätte jetzt eigentlich ehrlich gesagt erwartet, dass einfach hier ja, eine passende 4,2 Volt oder sowas draufgegeben wird. Und ja, YOLO passt schon. Aber ja, anscheinend tatsächlich dann mehr hier drin in dem IC, den wir haben, als gedacht. Und das hätte ich jetzt nicht erwartet. Bei meiner Suche bin ich auf der Seite hier gelandet. Das ist TK Plusemi, beziehungsweise ja, die Shenzhen Saiyuan Semiconductor ist das. Und wir haben hier ein SY7668. Und in der Übersicht hier, naja, das ist ein Single Chip, specially designed for Bluetooth Headset Charging Compartment. Das ist also ein IC exakt für diese eine Anwendung. Das heißt also, ja, ein Lade-Cradle-Gedönses für Bluetooth-Headsets. Ja, spezialisierter geht wahrscheinlich nicht. Wir sehen aber auch Integrates Charging Management Module, LED Display Module und Synchronous Boost Discharge Management Module. Das heißt also, wir haben ein Step-Down und Lade-IC, um von USB den Akku zu laden. Wir haben die LED-Anzeige für den Akkufüllstand und wir haben auch gleich noch ein Step-Up, also Boost Circuit, um aus der Akkuspannung wieder eine höhere Spannung zu machen, die wir dann rausgeben. Das Ganze ist auch ein Synchronous Boost. Das ist auf jeden Fall auch etwas, was man eher bei Premium-Hardware sonst sieht. Synchronous Boost heißt im Prinzip, dass man nicht wie sonst immer eine Diode benutzt als Rückweg, sondern einen zweiten MOSFET. Ist ein bisschen komplexer in der Ansteuerung, aber dafür effizienter. Ich glaube, das gucken wir uns mal in einem eigenen Video nochmal an. Ansonsten, ja, Charging ist linear, das heißt also, da wird der überschüssige Energie direkt in Hitze verwandelt. Beim Laden vom Netzteil ist es also nicht ganz so effizient, ist aber auch eher üblich.
Und wenn wir gucken, Charge Current ist 0,5 Ampere, 500 mA, klingt gut. Can be selected 0,204075. Es gibt einen Trickle Constant Charge und so weiter. Das heißt also, dieses ganze Laden, geladen, halten wird alles intern gemacht. Automatische Abschaltung und das Ganze auf 4,2 Volt. Also, das heißt also, die typischen alten Lithiumzellen, Lithium-Kobaldoxid und solche Sachen. Was haben wir ansonsten noch? Auch beim Laden von den Ohrhörern geht es auf ein halbes Ampere. Ohne Last 70 Mikroampere an Standby-Strom. Das ist relativ viel, würde ich spontan sagen. Aber na gut, hat halt auch einen großen Akku und man benutzt es ja meistens doch häufiger. Die üblichen Schutzmechanismen für Übertemperatur, für Überstrom und die ganzen Sachen. LEDs haben wir schon gesehen. Und Output is always on. Click Key Button to display power. Naja, meine hat jetzt keinen Key Button. Geht also anscheinend auch ohne. Man kann aber ihn anschließen. Und hier kann man es auch nochmal sehen, wie das Ganze verbunden wird. Wir haben hier den Ausgang. Der hat einen Widerstand und geht auf die beiden Pogo-Pins in meinem Fall hier. Wir können hier theoretisch noch einen Key dran machen gegen Ground. Der ist dann wahrscheinlich bei mir nicht bestückt. Am Eingang haben wir eine Spule. Das war das Schwarze, was wir gesehen haben. Der kleine schwarze Turm. Und ja, ansonsten die LEDs ist noch interessant. Die sind hier an drei Pins mit vier LEDs. Das ist eine, ja, so ein bisschen Multiplexing. Das heißt also, jede LED hat eine Möglichkeit, wie der Strom fließen kann. Wenn wir zum Beispiel drei auf Plus machen und zwei auf Minus, dann fließt der Strom hier durch diese LED gegen zwei. Fließt aber nicht durch diese LED, weil die ist in die falsche Richtung. Und hier bei der LED, naja, LED 1 haben wir nicht angesteuert. Das heißt, im Zweifel fließt da auch nichts. Und so kann man dadurch, dass man hier die in entsprechenden Mustern ansteuert, dann die LEDs alle leuchten lassen. Heißt aber auch, dass man die ganze Zeit aktiv die Eingänge dann hin und her schalten muss und nicht einfach sagen kann, okay, Strom an und jetzt leuchten die LEDs. Aber naja, heute ein bisschen Intelligenz ist halt nicht mehr wirklich so problematisch, weder von den Kosten noch vom Stromverbrauch. Ja, ansonsten TWS Earphone Charging Case. Ich denke, ja. Wie gesagt, genauer geht's nicht mehr, das ist exakt hierfür gebaut. So, jetzt muss ich den Kram nur noch wieder zusammenkriegen, weil ansonsten gibt das gleich ohnehin nichts mehr. Ah, hier sieht man auch nochmal unten drin schön die Magnete, die das Ganze dann drin halten. Und hier hinten war ein Magnet, ups, ja, drin halten, wenn ich sie nicht rausziehe. Hier hinten war noch ein Magnet, womit das Gehäuse geschlossen gehalten wurde. Wie gesagt, der Deckel ist mir mal kaputt gegangen. Okay, was sagt hier mein Kleber? Ja, ist zumindest nicht mehr flüssig. Dann gucke ich mal, ob ich den hier ein bisschen rausgepopelt bekomme. Dass da unsere Kontaktflächen wieder frei werden. Das sieht schon mal gut aus. Darf natürlich nicht zu viel drücken, dass wir die am Ende noch wieder reindrücken. Okay, ja, die Mitte ist frei, das müsste eigentlich reichen. Jetzt haben wir wieder Kontaktflächen. Wo ist denn eigentlich der Silikon für hier vorne? Den mal wieder dran. Den Lötzchen, der dran gekommen ist, weg. Bleimohr muss nicht sein, wobei er wird wahrscheinlich bleifrei sein. Und funktioniert's? Nö, er hat mal kurz gezuckt. Ja, wenn ich ihn richtig halte, funktioniert's. Mal gucken. Was können wir denn hier noch machen? Die sind eigentlich in Ordnung. Nee, eigentlich müsste das gehen. Oh, mal wieder das gute alte Gummiband zur Hilfe. Das kann helfen. Wenn er hier so blinkt, dann ist es auf jeden Fall falsch. Dann ist er nämlich im versucht er sich mit meinem Handy zu verbinden. Das muss nicht sein. Ah, jetzt habt ihr gesehen, da war gerade rot. Und wenn wir den jetzt hier so machen, jo, das sieht gut aus. Rote Lampe ist da, das heißt, er ist jetzt am Laden. Hier ein bisschen dunkler, dann kann man es auch sehen. Und ja, man sieht vorne die 3, das heißt also,
haben also jetzt quasi noch 75% oder sowas von dem Akku, der hier unten drin ist. Ja, ansonsten, der lädt jetzt wieder fleißig und dann wird das auch wieder funktionieren. Hier sieht man auch schön, dass hier an der Seite überall das Licht rausscheint. Das ist das, was ich eben meinte. Die Dinger sind definitiv nicht wasserdicht. Ja, bei Regen draußen anziehen, also eventuell nicht die beste Idee. Aber das ist ohnehin ganz praktisch. Ich werde auch ungern nass, von daher ist das für mich jetzt keine so große Einschränkung. Gut, ich würde sagen, Reparatur erfolgreich. Das Ding kann jetzt hoffentlich noch ein paar Monate mal wieder durchhalten. Mit Glück ohne weiteren Defekt. Ich habe es ja festgeklebt, also das sollte jetzt eigentlich kein Problem mehr sein. Und solange der Gummiband hier noch funktioniert, wird das auch gehen. Meistens ist es so, nach meiner Erfahrung, dass nach so ja, 3 Jahren, 4 Jahren spätestens die Akkus hier drin hinüber sind und naja, den zu tauschen. Prinzipiell bekommt man die Akkus noch, aber es ist halt sehr schwer geworden, die nach Deutschland zu bekommen. Einfach weil ja, manche Firmen haben das mit den Sicherheitsvorschriften nicht so ernst genommen. Und daher sind Lithium-Akkus zumindest lose bei vielen Transportdienstleistern inzwischen verboten. Und entsprechend schwer ist es jetzt inzwischen dann an Akkus zu kommen, die man direkt aus China bestellt. Und naja, bei lokalen Händlern etwas in der Größe zu finden, da ist die Auswahl dann doch ja, meistens nicht gegeben. Gut, genug gelabert. Ich würde sagen, ich habe jetzt endlich mal wieder morgens ein bisschen was Musik auf dem Ohr. Wobei, na, realistischer wird es ja ein Podcast sein. Und mit Krach im Ohr bin ich dann auch glücklicher, zumindest mal solange das Ding hier das tut, was es soll.